Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Ulrich, willkommen zu einem neuen Interview. Ulrich, wir haben zueinander gefunden, denn mein Dozent, der Patrick aus München, hat mir mitgeteilt. Ich hatte hier einen vor kurzem bei mir in der Praxisphase, der hat eine sehr interessante Geschichte, den musst du unbedingt interviewen. Jetzt sitzen wir zusammen. Ulrich, was ist deine Geschichte? Wieso hast du dich entschieden, bei uns eine Ausbildung zu machen? Hallo Ben, danke, dass du mir die Chance gibst, meine Karriere hier vorzutragen. Ich habe mich für euch entschieden, oder ich habe mich insgesamt für die Personal Trainer Geschichte entschieden, weil mein Sohn in dieser Branche tätig ist und ich bin beruflich Unternehmensberater und unterstütze meinen Sohn hier. Und möchte hier natürlich auch das komplette Wissen aufbauen, das man nicht nur von der Beratungsseite braucht, sondern auch, das man braucht, um Leute zu betreuen und auch vom gesundheitlichen Aspekt her. Und deshalb habe ich mich entschieden, auch die B-Lizenz und die Personal Trainer Lizenz zu erwerben. Und ich habe mich für euch entschieden, weil ihr seid eigentlich unser First Supplier für das Fitnessstudios. Mein Sohn hat zwei bestehende Fitnessstudios. Und wir eröffnen am 4. Januar unser drittes Studio. Und in diesem Zuge habe ich natürlich auch versucht, die Lizenz zu machen, damit ich hier mitarbeiten kann. Aber auch überwiegend, dass ich das Wissen aufbaue, das man für einen Personal Trainer braucht. Das heißt, dein Sohn hat selber schon zwei Fitnessstudios und hat seine eigenen Mitarbeiter über unsere Akademie ausbilden lassen? Unsere Mitarbeiter werden alle über OTL ausgebildet, Super. weil wir hier sehr zufrieden sind und weil hier auch ein Wissensstand verbreitet wird, der in der Praxis auch zieht. Das ist uns wichtig. Das ist ganz wichtig, genau. Und du hast jetzt bei dir, du hast dir jetzt das Wissen auch angeeignet, die Lizenzen erworben, weil du mit deinem Sohn zusammen im Fitnessstudio arbeiten möchtest. Habe ich das richtig verstanden, als Personal Trainer? Ja, ich möchte mit meinem Sohn im Fitnessstudio arbeiten, aber ich möchte natürlich auch die Qualitätsstandards überprüfen können. Ich möchte wissen, was ist wichtig. Ich möchte unsere Mitarbeiter irgendwo in eine Qualitätsstufe hieven, dass wir hier auch einen sehr guten Dienst anbieten und uns ein wenig abheben können von der Konkurrenz. Du Sehr weißt selber, gut. die Mehrwertargumente in einem Unternehmen sind immer sehr wichtig für den Verkauf und natürlich muss es auch beim Kunden ankommen. Und das ist für uns sehr wichtig. Eure Ausbildung kommt beim Kunden an. Das ist das A und O. Das heißt, du machst so ein bisschen das interne Qualitätsmanagement. So ein bisschen überprüfen, das Wissen. Das war für mich auch wichtig, dass ich hier das Wissen habe, um einfach mitreden zu können Ja. und auch zu sehen, wo die Fahrt hingeht. Aber natürlich war uns auch wichtig, meine Frau hat auch die B-Lizenz gemacht. Also wir sind ein Familienbetrieb. Also den Betrieb führt zwar mein Sohn und die Ideen hat alles mein Sohn, aber wir wollen ihn hier unterstützen und deswegen wollen wir eine familiäre Umgebung schaffen und hier auch was anbieten. Richtig cool, richtig cool. Wolltest du, was hast du davor gemacht? Du bist oder du warst oder bist immer noch aktiver Unternehmensberater oder ist das deine Vergangenheit und jetzt Vollgas ins Familienunternehmen sozusagen? Ich bin aktiv Unternehmensberater und ich werde auch aktiv Unternehmensberater bleiben, weil mein Sohn ist selbstständig. Er kann das Geschäft wirklich selber führen. Aber du weißt selber, wenn man in eine bestimmte Größenordnung wächst, also wir haben jetzt dann ab nächstes Jahr drei Studios oder mein Sohn hat drei Studios, Nicht schlecht, nicht da schlecht. gibt es immer wieder Ausfälle und da braucht er immer wieder Leute, die immer schnell einspringen können und vor allem auch die Ideen mit einbringen und dass man das gemeinsam auch nach oben zieht. Für uns ist ja nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also wir wollen von der Seite schon noch ein, zwei, drei, vier Studios aufmachen, Sehr aber gut. jetzt erst einmal sitzen lassen, erst einmal die Qualitätsstandards schaffen und dann vielleicht auch einmal in der Franchise-Schiene oder in sowas gehen. Und das wäre natürlich für mich als Berater auch die Möglichkeit, hier auch mit OTL zusammen da wirklich was aufzuziehen. Das stimmt, das klingt echt interessant. Hast du selber schon Fitness-Vorwissen mitgebracht oder bist du in Anführungszeichen Anfänger und hast mit der B-Lizenz so dein erstes Fitness-Allgemeinwissen aufgebaut?
Also ich komme aus einer ländlichen Gegend und da zieht natürlich Fußball und die Ballsportarten. Also ich komme aus Dering, ich war schon über 10 Jahre Trainer im Fußballbereich und vor allem im Jugendbereich. Aber ich habe jetzt keine Lizenzen erwerben können oder müssen. Und darum war das für mich eine sehr gute Gelegenheit, auch dieses Praxiswissen mit dem theoretischen, fachlichen Wissen von OTL zusammenzubringen und hier wirklich die besten Lehren herauszuziehen. Und das, für mich haben sich viele Augen geöffnet, wie man bestimmte Sachen angehen muss, damit man auch zum Ziel kommt. Und das hat mir sehr geholfen. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 57. 57? Ja. 57. Wie ist dir, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber normalerweise Personen über 50 sind nicht ganz so Computer-Online-affin. Ja, das mag natürlich nicht der Allgemeinheit entsprechen. Wie ist dir dieses moderne Konzept, das wir anbieten, wie hat dir das gefallen? Wie bist du damit zurechtgekommen? Sehr gut. Ich kenne das Konzept von anderen Anbietern. In meinem Fachbereich gibt es auch sehr viel Web-Hosting und Web-Angebote. Und ich war sehr überzeugt. Mir hat das eins gefehlt, dass ich es online oder offline machen konnte, weil ich war oft unterwegs und hätte natürlich auch mit Zug oder irgendwo anders was machen wollen, aber da hat dann die Verbindung und das Web nicht gefehlt. Man dann von der Seite her, aber die Angebote und das Fachwissen, was die hier präsentiert wurde und wie es präsentiert wurde, war wirklich sehr gut. Das freut mich. Schön, Ulrich, sehr coole Story. Das heißt, du wirst zukünftig dann natürlich, ist ja, glaube ich, auch so für die Familie schön, dass man als Familie dann auch natürlich zusammenarbeiten kann, eine gemeinsame Vision hat, ein gemeinsames großes Projekt hat. Und entgegen normaler Familien, wo sich das natürlich im Alter immer mehr verstreut und man immer weniger miteinander zu tun hat, geht es bei euch in die andere Richtung oder war schon immer so, ich weiß es nicht. Aber das finde ich wirklich sehr schön. Cool. Ja, wir schauen, dass wir hier halt wirklich, und du weißt selber, im Familie, es gibt sehr viele Fitnesscenter, das sind wirklich Massengeschäft, aber bei uns ist die Individualität wichtig, bei uns ist der familiäre Umgang und das ist für uns sehr wichtig und das kommt bei unseren Kunden auch sehr gut an. Super. Das klingt wirklich gut. Das klingt wirklich gut. Das war's. Sehr inspirierend, cool. Ich hoffe, dir, lieber Zuschauer, hat es vielleicht auch die einen oder anderen Augen noch geöffnet, was man also machen kann. Ich finde das sehr interessant. Also es ist ja hier, wir haben ja auf dem Channel so viele verschiedene interessanten Geschichten und Herangehensweisen, warum man sich für so eine Ausbildung oder generell für den Weg in der Fitnessbranche entscheidet. Und ich bin gespannt, was wir da noch für weitere Geschichten hören werden. Ulrich, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag. Liebe Zuschauer, hier unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch unsere Homepage anschauen, wenn ihr euch das genauer interessiert oder einfach noch ein bisschen durch den YouTube-Channel klicken. Wir haben noch ganz viele andere Stories und auch noch ein paar andere Einblicke in unser Ausbildungssystem, unter anderem auch ein paar Demo-Versionen unserer Ausbildungen. Also kannst du dir tatsächlich hier auf dem Channel auch die ein oder anderen Ausbildungen für uns direkt schon anschauen, was wir dort als Lehrmittel so vermitteln, so als Lehrmittel so anbieten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.